Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skywars hier auf dem Mondopia-Server. Heute spielen wir einfach mal ein paar, drei Runden oder so. Eigentlich habe ich ja Uncut aufgenommen vorhin. Hat doch alles geklappt, jede Runde gewonnen und so, aber dann habe ich bemerkt, dass es im Nachhinein alles geleckt hat. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mein Aufnahmeprogramm ist irgendwas, versteht es sich nicht mit der 1.8 oder so? Das ist so ja normalerweise nicht so, nur mit der 1.8 irgendwie. Ja, deswegen nehme ich jetzt einfach mal mit Fraps mal wieder auf, damit leckt es ja nicht. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, Uncut-Runden zu machen, weil da muss man sich immer richtig anstrengen. Obwohl, das ging davor eigentlich richtig gut. Ich hatte in so kurzer Zeit so viele Runden gewonnen. Ohne einmal zu sterben. Ja. Haben wir ihn? Ja, das ist halt jetzt die Sache, dass ich jetzt deswegen einfach nur... Ich könnte jetzt einfach mit Fraps Uncut machen. Ich nehme, glaube ich, jetzt Skywars immer mit Fraps auf. Ich weiß echt nicht, was mein anderes Programm gegen Skywars hat oder gegen die 1.8 oder so. Ob das jedenfalls irgendein Grund... Geht es nicht. Okay, ja, wie ihr sehen könnt, wir spielen ja außerdem auf Mondopia. Meiner Meinung nach der beste Skywars-Server in Deutschland. Kann man schon sagen, es ist echt... Es gibt hier hunderte Maps. Es gibt hier hunderte... Na gut, hunderte Kids nicht. Es gibt total viele Kids und Fähigkeiten. Okay, und auf Gomme sind eh die Maps alle hässlich und langweilig. Okay, der Typ da oben ist schon ein bisschen gefährlich, okay. Er ist runtergegangen, aber da kommt er wieder. Da baut sich noch jemand hoch. Okay, es leckt gerade ein bisschen. Ich leck ein bisschen, glaube ich. Ja. Okay, den holen wir uns jetzt. Nice, haben wir ihn. Okay, so. Ja, wenn ihr auch zocken wollt auf dem Server mc.mondopia.de, könnt ihr gerne... Oh, einen OP-Apfel haben wir gefunden. Ihr wisst nicht, wie selten der ist. Den findet man alle 20, 30 Runden mal. Wir haben ihn gefunden. Ja, GG, das war's mit der ersten Runde. Und ja, wir sehen uns gleich in der nächsten wieder. So, da sind wir jetzt auch schon in der nächsten Runde und ja, ich wollte noch ein paar Sachen ansprechen. Also erstmal, das ist Inventar in der Lobby bei mir jetzt. Der ist in Skywars, das wurde durch einen Bug, ist alles rausgefallen. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Bock mehr Sachen zu sammeln. Ich hatte zum Beispiel über einen Stack OP-Äpfel und so. Das war zwar eigentlich nur Dekoration, aber ja, deswegen. Ich werde jetzt nichts mehr sammeln, ich werde alle Sachen einfach immer verschenken. Wenn ihr neben mir steht zum Beispiel, kann sein, dass ich zufällig mal ein paar Dia-Blöcke, ich habe noch einen Stack Dia-Blöcke oder so in der Truhe, einfach mal so hinwerfe. Ja, ich brauche die jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, die zu sammeln. Sowas ist echt nervig. Okay. Ja. Was ich noch sagen wollte, außerdem wollte ich jetzt nochmal einen Spieler erwähnen hier. Der die ganze Zeit versucht hat, immer mit reinzukommen und war davor eigentlich auch immer drinne in den Runden, aber jetzt konnte ich sie ja nicht nehmen, weil es am Ende geleckt hat. Der x-beliebig HD. Ist echt ein cooler Typ. Danke, dass du immer hinterhergesprungen bist und mitgespielt hast. Ja. Keine Ahnung, er wollte ja auch mal im Video sein. So, deswegen erwähne ich ihn jetzt auch mal. Okay. So, den schubsen wir runter. Was anderes kann ich jetzt nicht machen an der Stelle. Ich spiele eigentlich immer fair, aber da an so einer Stelle, was soll man da machen? Ja, ich bin ja nicht so ein Gomme-Spieler eigentlich, der alle runterschubst. Auf Gomme ist es ja auch so, dass man halt einen Kill bekommt, wenn man ihn immer runterschubst. Hier kriegt man zwar auch Punkte und so, aber das zählt halt nicht am Ende. Nur Kills, die man so richtig die Leute tötet, zählen. Was ich auch total gut finde, sonst würden hier bestimmt auch so viele Leute einfach nur aufs Runterschubsen gehen. Deswegen will ich auch gar keine Leute runterschubsen, weil es halt eigentlich keinen Kill gibt. Okay, nice, haben wir so einen richtig stackten Typen gerade gekillt. Ich brauche dringend seinen Stuff, bitte schnell. Bevor der Typ da vorne mich killt. Komm weg, bitte Stuff. Diabus-Panzer. So, nice, okay, gut. Puh, Leute, so, ich will jetzt erstmal den Stuff aufheben und dann den Typen töten. Den Enno, den kenne ich nicht, also. Ich glaube, das ist nicht so ein bekannter Skywars-Spieler. Es ist halt, hier sind, also der Server ist auch nicht der größte, deswegen kennt man eigentlich die meisten guten Spieler. Lol, das leckt ein bisschen. Läuft auf jeden Fall. Okay. Komm. Fighte. Greift jetzt an oder nicht? Lol, er benutzt TNT. Läuft bei ihm. Okay, ich habe jetzt keinen Bock, mich so ewig lang zu ihm ordentlich hinzubauen. Ich baue mich jetzt einfach so hin. Es kann sein, dass er mich runterschubst, aber ich denke nicht, dass er jetzt so low ist. Ja, von mir kannst du mich anzünden, Junge. Das tut mir eh nicht so doll weh. So, nice. Jetzt können wir ihn theoretisch gleich raufspringen und so. Ja, zieht mich doch an. GG, das war's dann jetzt mit der zweiten Runde. Und ja, wir sehen uns gleich in der dritten und letzten Runde wieder. So, da sind wir jetzt auch schon in der letzten Runde für heute Skywars. Hier auf dem Mondopia-Server. Ja, wir spielen heute, also jetzt die letzte Runde. Was ganz Besonderes. Wir spielen auf der Map Kiste, also eine 16-Spieler-Map, wo man auch ziemlich viele killen kann, weil die halt alle relativ nah aneinander sind, alle Inseln. Ja. Okay, ein bisschen Stuff haben wir bekommen.
Das dürfte eigentlich funktionieren jetzt hiermit. Ja, wir haben jetzt nicht das beste Schwert oder so, aber wir können hier, denke ich, schon gut rasieren. Kommt auch total schnell halt zum nächsten Spieler immer rüber, weil alle Inseln halt sehr aneinander sind. Oh, die eine fliegt auf einmal, oder was war das? Okay. Boah, der ist die Stuff. Nicht hochstecken, nicht hochstecken. Sowas mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn Leute sich hochstecken. Lol. Alter, die... Oh, die hatte starke Rüstung und hat starken Schaden reingehauen, muss man sagen. Okay, nice. So, dann ziehen wir uns jetzt erstmal ein bisschen um. Na gut, wir hatten auch keine schlechte Rüstung, muss man dazu bemerken. Okay, der eine baut sich von hinten auch zu uns ran. Der eine kommt von vorne dort. Ah, das sind zwei Leute, die Team. Okay, können wir beide vernichten. Wir haben keine Regeneration, wir haben keine Hose. Ja, das könnte gar nicht so leicht werden. Ah, die haben... Ja, die sind auch nicht gerade die stacktesten Leute, also... Wenn ich die mit dem Schwächetrank abwerfe, denke ich, wird es locker... Oh, jetzt haben beide einen Bogen? Lol, die zerlöchern mich einfach. Ich dachte schon, von hinten kommt noch jemand. Das wäre natürlich mega dumm gewesen. Okay, ich glaube, ich habe einen Schwäche gegeben. Oder beiden? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Die haben auch irgendwas geworfen. Ich habe keinen Fallschaden bekommen, gut. Okay, ich würde sogar sagen, dass ich so eine Leute runterschubsen würde. Also bei Teams bin ich manchmal so, dass ich schon sage, ich schubse sie runter. Okay, den einen habe ich runtergeschubst, bin dabei selber fast drauf gegangen. Und er hat mich vergiftet. Oh, hätte er jetzt gewartet, dann hätte er... Oh, wir haben ihn erschlagen. Hätte er eben gewartet nach dem Vergiftungstrank, hätte er mich sicherlich noch vielleicht töten können. Okay, wir müssen keine Regeneration trinken. Gerade ein Pfeil aus mir runtergeschossen. Okay, jetzt brauchen wir noch eine schöne Hose. Nice. Dierhelm. Ja, ich habe auch extra für diese Map eben abgestimmt, dass die jetzt drankommt halt. Halt ausgesucht, weil das immer eine coole Map ist. Hier gibt es immer richtig viele Kills, die man machen kann. Okay, wir haben Bogen mit 8 Pfeilen oder so, was total stark ist eigentlich. In Skywars hat man relativ so viel. Ja. Okay, es kann auch sein, dass das nächste Video mal wieder eine Uncut-Folge ist. Dann nehme ich auch mit Fraps auf. Ich werde jetzt wahrscheinlich Skywars immer mit Fraps aufnehmen, weil ich keine Ahnung habe, was Action für ein Problem hat mit der 1.8 oder mit Skywars oder was auch immer. Nice, haben wir ihn auch noch. Den haben wir ein bisschen gegeben, würde ich sagen. Lol, es leckt. Nee, es leckt nicht. Ich bin noch voll im Inventar. Okay, ja, gut. Dingsens. Schutz 2. Okay. Was macht der Typ? Der steht da so, als ob er angewurzelt ist. Er will der Team. Nee, ist ein, doch, er will Team. Wir haben jetzt schon 120 Punkte gemacht. Das ist einfach echt krass. Auch echt cool, dass es durch das eine Update da immer jetzt steht, wie viele Punkte man bis jetzt in der Runde gemacht hat. Und weil halt momentan dreifache Punktzahl ist. Ich glaube, dreifache Punktzahl kriegt man. Deswegen ist es total viel. Ich werde ihn ein paar Mal abschießen. Jetzt werde ich springen. Nice, Alter. Wir geben gerade den Leuten richtig gut. Ich war eben so eigentlich nicht ganz zufrieden bis jetzt mit den Runden, weil die halt nicht so krass waren, wie eigentlich fand ich meine Runden, die ich da voraufgenommen habe, wo es halt so am Ende aber geruckelt hat. Aber ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Würde mich echt freuen. Wollen wir angreifen? Ich muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nicht runterfallen will. Lol, er ist einfach runtergefallen. GG, das war's dann mit der heutigen Folge. Hier in Dia. Habe ich ja gesagt, ich kann alles hinwerfen, weil ich Sachen eh nicht mehr sammle. Ich habe nichts. Außer in meiner Kiste noch. Die Sachen kann ich später auch mal verschenken, wenn ein paar Leute on sind zum Beispiel. Ja, die habe ich noch und sonst ist alles weg. Aber egal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich habe jetzt extra ein bisschen länger gebraucht, um es also hochzuladen. Um es aufzunehmen halt. Weil ich zuerst mit einem anderen Programm aufgenommen habe, wo es am Ende geleckt hat. Aber jetzt wird es hoffentlich gehen. Und ja, dann ciao, ciao, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Video.